Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie ich die Daten meiner Ahoy DTU via Internet übertragen und dann in gewohnter Weise in meinem Browser abrufen kann. Das Szenario ist also so, dass mein HomeMiles Wechselrichter die Daten an die Ahoy DTU sendet. Diese ist mit meinem Router verbunden und der Router wiederum ist mit dem Internet verbunden und überträgt die Daten an einen weiteren Router an einer anderen Stelle im Internet. Ich gehe in diesem Szenario nun davon aus, dass ich mit zwei Fritzboxen arbeite an beiden Enden der Internetverbindung und ich habe nun die beiden Fritzboxen so einzurichten, dass via Internet eine VPN-Verbindung von der einen Fritzbox zur anderen hergestellt wird. Grundsätzlich ist bei der Verbindung zweier Netzwerke über VPN darauf zu achten, dass die Teilnehmer auf der einen Seite und auf der anderen Seite jeweils in verschiedenen Netzwerken unterwegs sind. Das heißt, die Netzwerkadresse dieses Netzwerks an diesem Router darf nicht identisch sein mit der Netzwerkadresse der Teilnehmer an diesem Router. Ein übliches Szenario ist so, dass ich bei der routinemäßigen Installation meiner Fritzbox eine Netzwerkadresse habe 192.168.178.024. Das bedeutet, dass diese ersten drei Dezimalzahlen meine Netzwerkadresse abbilden und dass die einzelnen Teilnehmer in diesem Netzwerk nun hier hinten auf der letzten Dezimalstelle durchnummeriert werden. Die Ahoy DTU hat dabei in aller Regel genau diese Adresse mit dem Teilnehmerteil 122. Da aber nun auf der anderen Seite des Netzwerks in der Regel von der Fritzbox zunächst genau die gleiche Adresse eingerichtet wird, beziehungsweise genau die gleiche Netzwerkadresse, so gibt es auch hier Teilnehmer mit der Dezimalzahl 122. Versuche ich hier nun von diesem Laptop aus genau diese Adresse zu erreichen, so werde ich eben nicht meine Fritzbox erreichen, sondern ich werde lokal in diesem Netzwerk zum Beispiel auf einen Drucker stoßen. Für diese Adresse, die hier typischerweise verwendet wird, gilt sowieso, dass diese Adressen nicht direkt über das Internet adressiert werden können. Das heißt, es ist unmöglich, diese Adressen direkt über das Internet anzusprechen. Ich werde daher nun als Voraussetzung für diese VPN-Verbindung auf einer Seite den Netzwerkadressbereich ändern müssen. Ich werde gleich zeigen, wie das geht. Wir sehen hier, dass ich in diesem Fall auf der rechten Seite, das ist ja für mich hier Berlin, die 192.168.178 in 179 geändert habe. Somit arbeiten die Teilnehmer in diesem Netzwerk unter einer anderen Netzwerkadresse und sind damit eindeutig von den Teilnehmern in diesem Netzwerk unterschieden. Das Netzwerk soll nun also so eingerichtet werden, dass beim Aufruf der Adresse, die meine Ahoy DTU hat, tatsächlich über das Internet ein VPN-Tunnel gebildet wird und ich die Daten der Ahoy DTU damit auf diesem Laptop, der sich in einem anderen Netzwerk befindet, abbilden kann. Gleichzeitig wird es natürlich immer noch möglich sein, die Daten der Ahoy DTU über einen Teilnehmer abzufragen, der sich lokal in diesem Netzwerk befindet. Ich werde nun also auf der einen Seite, hier die rechte Seite, die Netzwerkadresse ändern. Dazu gehe ich auf dem Router unter Heimnetz, Netzwerk und muss mich durchscrollen bis zu diesem Bereich. Und hier kann ich nun die IPv4-Adressen ändern. Wir sehen hier, ist die 192.168.178 eingetragen und die ändere ich nun in 179.
Die Subnetzmaske gibt an, dass es sich bei diesen drei Dezimalziffern um die Netzwerkadresse handelt und diese 0 an dieser Stelle gibt nun an, dass es sich bei der letzten Dezimalziffer um die einzelnen Teilnehmer handelt. Ich werde das an diesen beiden Stellen ändern müssen. Man sollte allerdings bei diesen Einstellungen bedenken, dass alle individuellen Einstellungen im Heimnetz, das hiervon betroffen ist, verloren gehen. Es ist also hier ein gewisses Expertenwissen vorauszusetzen, denn wenn hier schon individuelle andere Einstellungen vorgenommen wurden, sind die damit dann verloren. Man sollte in jedem Fall, nachdem man diese Änderung durchgeführt hat, den Router neu starten, damit der Router dann den einzelnen Teilnehmern über DHCP wiederum Adressen aus dem neuen Netzwerk zuweisen kann. Ich gehe also nun davon aus, dass ich diese Netzwerkadressen geändert habe, sodass ich wirklich in zwei verschiedenen Netzwerken unterwegs bin. Nun ist es aber so, wie bereits am Anfang gesagt, dass eine 192er Adresse über das Internet sowieso nicht durchgeroutet wird. Meine Router wiederum bilden sich also mit einer ganz anderen Adresse im Internet ab. Die Adresse des Routers wird mir beim Hochfahren meines Netzwerkes von meinem Internetprovider zugewiesen und möglicherweise auch nach 24 Stunden schon wieder geändert. Ich brauche nun aber diese Adresse, um von hier aus mit der Ahoy DTU kommunizieren zu können. Und von hier aus ist natürlich wiederum diese Adresse wichtig. Man nennt das Verfahren, bei dem die Adressen, die die Router jeweils haben, bekannt gemacht werden, dynamisches Domain Name System, DynDNS. Das DynDNS kann man individuell auf jedem Router einstellen. Dabei ist es aber hier unter dem Fritz-Router am einfachsten, wenn man unter MyFritz-Konto einfach eine E-Mail-Adresse angibt und sich damit bei einem Konto von AVM, dem Hersteller der Fritz-Boxen, anmeldet. Damit ist das DynDNS auf den Routern automatisch aktiviert, sodass dafür keine weiteren Einstellungen mehr nötig sind. Im nächsten Schritt muss ich nun tatsächlich die VPN-Verbindung auf beiden Routern herstellen. Dazu gehe ich auf Internet, Freigaben, VPN, IPsec. Wir sehen, hier ist schon eine Verbindung hergestellt worden. Um eine neue oder auch erstmalig eine Verbindung herzustellen, gehe ich hier unten auf VPN-Verbindung hinzufügen. Daraufhin wird folgender Dialog geöffnet. Ich kann mich hier nun unter mehreren Szenarien entscheiden. In meinem Fall ist es ja nun so, dass ich zwei Netze über zwei Router miteinander verbinden möchte, über diese VPN-Verbindung. Ich klicke also hier an und gehe dann auf Weiter und gelange in dieses Menü. Wie gesagt, diese Einstellung muss ich auf beiden Routern vornehmen. Auf dem, in dem die Ahoy DTU hängt und in dem Netzwerk, in dem ich demnächst die Daten der Ahoy DTU abfragen möchte. Ich muss nun ein Kennwort an dieser Stelle eingeben und zwar auf beiden Seiten das gleiche. Ich muss meiner VPN-Verbindung einen Namen geben und ich muss die Internetadresse meiner Fritzbox, die ich hier ablesen kann, nun auf dem anderen Router an dieser Stelle eintragen. Und entsprechend muss ich natürlich nun die Internetadresse dieses Routers auf dieser Fritzbox an dieser Stelle eintragen. Selbst wenn sich nun durch den Internetprovider diese Adressen ändert, so sorgt die Fritzbox dafür, dass über DynDNS diese Adresse, die ich hier eingetragen habe, wechselseitig immer erreichbar ist. Im nächsten Schritt muss ich nun noch hergehen und wiederum auf beiden Routern die Netzwerkadressen eingeben auf dem jeweils anderen Router. In meinem Fall war es nun so, dass hier der rechte Router als Berlin-Router gekennzeichnet
nun den Adressbereich mit der 179 hat und genau diese Netzwerkadresse muss ich nun mit der richtigen Subnetzmaske hier eintragen, während ich hier auf diesem Router in Berlin wiederum die Netzwerkadresse des Routers in Hamburg eintrage. Ich sollte, bevor ich nun versuche, das Ganze in Betrieb zu nehmen, unbedingt beide Router einmal neu starten, sonst wird das ganze Verfahren nicht funktionieren. Habe ich das nun getan, so kann ich tatsächlich durch Eingabe der 192.168.178.122 122 in meinen Browser die Ahoy-DTU erreichen, obwohl sich ja diese IP-Adresse gar nicht in meinem lokalen Netzwerk befindet. Denn das arbeitet ja mit einer 179. Weiterhin ist es nun auch noch möglich, wie bereits gesagt, dass ich diese Adresse in einem lokalen Rechner eintrage und dann ebenfalls dort die Daten der Ahoy-DTU abfragen kann. Wir sehen das Ganze hier. Ich habe hier an dieser Stelle die entsprechende Adresse meiner Ahoy-DTU eingetragen und sehe nun die üblichen Daten, die von der Ahoy-DTU geliefert werden, auf der anderen Seite des Internets. Ja, soweit zu der VPN-Verbindung, mit der ich meine Ahoy-DTU-Daten abfragen kann. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.